Das habe ich die ganzen letzten Male vergessen. Heute. Wie er einfach die ganze Flasche mit hat. Was ist denn jetzt los? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie man es an meinem Grinsen schon erkennen kann, die Vorfreude ist unbändig. Jetzt kommt ein Moment. Aber nicht die Vorfreude auf Weihnachten, sondern die Vorfreude auf das neueste Gucci Potter Video. Ja, man sieht es hier schon, Mahan hat Gucci Potter mit einem absoluten Cringe-Outfit, wie hier steht, interviewt. Und man sieht schon am Thumbnail Heron Preston, Off-White und vieles andere bunt durchgemixt. Mit seiner Cartier-Uhr ist er da am Flexen. Lange war es ruhig um Gucci Potter, jetzt ist es endlich wieder soweit, ich freue mich irrsinnig drauf, deswegen will ich auch nicht lange herumplagen, außer lasst mir auf Ehre ein Follow vorbei auf Instagram, würde mich freuen. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob die Karriere weitergeht oder ob meine Chrome Heartsbänder länger sind als die Karriere von Gucci Potter. So, jetzt bin ich gespannt. Hallo Leute, mein Name ist Mahan, willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute sind wir nicht in der Hamburger Innenstadt am Start, sondern wir haben unter Corona... Mahan unterstrich Perser unter Corona-Bedingungen, was hat er gemacht schon wieder? Maßnahmen ein, wie viel ist dann auswärts gedreht, und zwar mit Gucci Potter und seinen Freunden. Schaut euch das Video... Gucci Potter und seinen Freunden, Hermine und... Wie heißt der andere? Scheiße. Ron. Bin gespannt, wer am Start ist. Auf jeden Fall bis zum Ende an, Leute. Und gehen straight rüber zu den Outfits von den Jungs. Mann, was geht, weißt du? Okay, also zuerst der Kumpel, wahrscheinlich aus Slytherin. Ja, schön, schönes Englisch, Max. Ich passe mich da gleich mal ans Leon Englisch, Mahan und Leon Englisch an. Slytherin. Er ist Bergsammler, 15 Jahre alt. 15 Jahre alt, okay. 15 jetzt so ein Outfit. Natürlich mit den AirPods am Flexen. Hier. Was hast du denn an? Fangen wir bei den Schuhen an. Das sind Satin Black Toes, heißen die. Satin. Jordan 1er. Okay. Ja. Was kostet Farbe für die? Ich habe die 450 bei StockX bestellt. Ja, der schaut mit seiner Matten, wie wir in Österreich sagen, so aus, als hätte er gerade vorher noch den sprechenden Hut aufgehabt. Bisschen zerdrückt. Okay, okay. Deine Hose? Palm Angels. Palm Angels für den Flex natürlich. Kennen wir in der Gucci Potter Gang, ist das absoluter Stunny. 290. 290 Euro für die Palm Angels Hose. Wann hast du die geholt? Auch so vor kurzem? Nein, ein bisschen länger schon. Ah, okay, okay. Der Pullover? Das ist ein T-Shirt, am Umhang habe ich einen. Klassisch Vintage Puff Daddy. Ah, okay. Pullover an. Hauptsache, es ist bequem. 100 Euro habe ich bei Neumünster gekauft gehabt. Ah, okay, okay, okay. Das war's ja schon bei dir, ne? Ja, war schon. Ein entspanntes Outfit auf jeden Fall. Wie kann man dich mit 15? 15, okay. Ja, 400 Euro. Der schaut nicht aus wie 15. Euro Schuhe, 300 Euro Hose. Eigentlich das meist von Eltern. Von Eltern? Ja. Okay, okay. Ja, ich danke dir. Ich hatte mal noch jemanden draußen. Ich grüße das Haus Slytherin. Ich grüße Madi, Hamid, Young Sabri und Gucci Potter. Na safe, Gucci Potter wird gegrüßt. Okay, wilder Flex, auch sehr bunt unterwegs. Die Hose dazu, ja. Weißt du, was geht ab? Ich bin Young Sabri. Also Young Sabri, den hat er gegrüßt. War wichtig, wenn der eh hinter der Kamera steht. Gut. Ja, bei dir? Ja, Digga. Dior-Tasche, Moncler-Jacke, Palm Angels, ganz wilder Flex. Also eiskalt, ist 3-4 Mal in diesem Jahr in meinen Videos dabei gewesen. Ich weiß ehrlich nicht. Oft auf jeden Fall. Oha, ein Dauergast. Da, aber immer in so einem Monatstakt. Genau, hau mal raus. Ja, safe, das Jahr 13 Monate, man kennt's. Was ist dein Outfit wert? Schaltjahr wahrscheinlich gewesen da. Fangen wir bei den Schuhen an. Unsere Schuhe, bei den Zerga Speed Trainer, Base. Ach, okay, die trägt man noch. Ich habe meine jetzt hergegeben, weil, wann trage ich die schon? 595 oder 585. Aber chilliger Schuh, kann man nichts sagen. Also absolut chilliger Schuh. Ja. Irgendwie so um den Dreh haben die gekostet, habe ich direkt vom Eis aus gekauft gehabt. Hose Palm Angels in einer anderen Farbe, die man nicht so oft sieht, finde ich. Dunkelgrün. 310 hat die, glaube ich, gekostet. Hast du die vor kurzem gekauft? Ich weiß nicht. Die hat er beim Quidditch gewonnen. Seine Mannschaft trägt diesen Farbton und da hat er die meisten Sachen. Jetzt, seit 1-2 Monaten. Ah, krass. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert. Also Farfetch. Aus Farfetch habe ich bestellt. Okay, krass. Farfetch, bemerkenswert, weil ich habe alle meine Palm Angels Sachen verkauft. Du hast jetzt gerade eiskalt neu gekauft. Also ich fühle Palm Angels schon voll lange jetzt, okay. Ein Jahr lang. Nice. Safe. Ja, Digga, wenn du es fühlst, dann ist dein Ding, ne? Ich finde, Pullover ist was Besonderes. Danke, Mahan. Cooles Labello-Mikro wieder mal. Besonderes ist von Juice WRLD X V-Lone. Kennst du okay. Wo der hinten halt so geprintet ist. Ah. Wilder Hoodie, sehr auffällig. Bisschen fast schon im Findet Nemo-Style für mich. Okay, so ein Sample. Den habe ich aus eBay Kleinanzeigen gekauft für 250. Ah.
Original. 50. Fand die halt fresh, habe ich mir den gekauft. Aber war das vor dem Tod oder nach dem Tod? Das weiß ich ehrlich nicht. Ich habe mir den gekauft, weil der mir optisch gefallen hat. Kann man nicht vorstellen, dass das nach dem Tod gewesen ist. Von Juice WRLD. Ja. Sieht optisch auf jeden Fall. Nicht von Young Lord. Der hat da andere Dinge gemacht. Sieht cool aus. Erinnert ein bisschen an Astro World, muss ich sagen. An wie bitte? Astro World. Muss ich sagen, aber trotzdem cool. Die Bag ist eine Dior Dings, eine Safari Bag. Habe ich Dior Dings, kennt. Getauscht gehabt. Ich hatte mal Louboutins, vielleicht kennst du die noch, die hatte ich mal auch in deinem Video. Ja, das ich habe dann getauscht mit denen gegen diese Dior Bag. Die hat er halt geused. Okay. Ja, haben was wir halt getauscht. Was zahlt man so für die Tasche? 1100, glaube ich. Da werden Taschen getauscht wie Pokémon-Karten, ganz wild. Eine der stabilsten Dior-Taschen, finde ich, so mit diesem. Ich bin am freshesten. Ja, Safari ist sehr beliebt, das Modell. Die Sattelbag, aber zwei. Ja, die Sattelbag. Die Sattelbag, man kennt's. Ja, safe. Grüße gehen raus an Anita Girlitainment, die hat auch immer die Sattelbag am Start. Das stimmt. Die Sattelbag ist auf jeden Fall Nummer 1 und dann würde ich straight sagen, die. Ja, Mann. Die Jacke habe ich mir jetzt vor 2 Wochen gekauft. Ich hab nur bunte. Ich hatte eine orange, eine rote und so, da habe ich mir eine schlichte schwarze gekauft von Moncler. Moncler Maya heißt die. 895 hat die gekostet. Ich habe ja schon mal in meinem Video gesagt, es ist so einer der Moncler-Jacken, die ich am coolsten finde. Also ganz schlicht, so ganz normal. Und ich feiere das halt, dass man die Kapuze abnehmen kann. Ah, okay. Das ist, habe ich mir heute erst gedacht, bei meiner Versace-Jacke irgendwie schade, dass ich die Kapuze nicht abnehmen kann. Weil oft ist ohne Kapuze schon viel fresher. Okay, kann man nicht bei jeder Moncler-Jacke. Ja, safe. Also jetzt nicht von den Temperaturen her, sondern vom Style. Zum Beispiel die Leon hat, bei denen kann man das nicht. Okay. Ja, das war mein Outfit. Das war dein Outfit? Ja. Kein Eis-Outschmuck oder sonst was? Nein, leider nicht. Okay, wann kommt denn sowas? Jetzt kommt's, gell? In 3 Jahren hoffentlich. So, Frage der Fragen habe ich dich, glaube ich, schon oft genug gefragt, aber wie kann man sich das finanzieren? Wer bist du? Ich bin 19. Wie kann man sich das mit 19 finanzieren? Mit Aus. Ja, man braucht nur in der Gucci Potter Gang sein. Bildung. Läuft. Das reicht und resell. Okay, alles klar, ey, Bro, ich danke dir. Möchtest du vielleicht noch irgendwas in die Kamera Gucci sagen? Gucci Potter, Gucci Potter, Gucci Potter. Alles klar, Digi, das wir auch. Wollen die Gucci sehen, jawohl! Servus, Leon. Da wieder am Start mit seiner Classic Gucci Potter Matten. Den Durchblick hat er leider mit Schutzmaske nicht mehr. Hauptsache, es ist von Palm Angels. Das ist für den Flex wichtig. Auch das für mich eine klassische Quidditch-Uniform, wahrscheinlich in dieser Tasche noch den goldenen Schnatz eingesteckt. Also wer weiß, was uns da noch alles erwartet. Also, mein Name ist Gucci Potter oder auch Leon. Ja. Ihr könnt mich auch Gucci Potter nennen oder Gucci Jaro. Wir haben hier zum Ende das... Warte, wie? Gucci was? Ja, richtig gehört. Gucci Jaro. Okay, dem ist anscheinend gar nicht kalt. Alle mit Pullover und dicker Jacke. Gucci Potter braucht das nicht. Oh. Ja. Der hat den Patronus-Zauber, der schützt ihn. Okay. Ganz gut. Die Brille ist eine Gemeinheit. Gucci was? Ja, richtig gehört. Gucci Jaro. Ja. Wahnsinn! Also ich würde es ja extrem feiern, wenn er vielleicht da noch so ein Tape drauf geben würde, damit man sieht, die war schon mal zerbrochen oder so. Aber der sieht ja nichts. Der sieht gar nichts. Ah, jetzt ist es wieder geregelt. Okay. Ganz cringe. Eine Frage direkt an dich, ne? Ja. Wir hatten dich jetzt schon etwas länger nicht mehr in den Videos. Ja. Was war los? Was war da los? Wo war Gucci Potter? Wolltest du wieder hier am Start sein? Ja, ich fand's nice so. Ich wollte heute zum Ende des Jahres nochmal einen draufsetzen. Ne? Ja, safe. Frohe Weihnachten, Leute. Man sagt ja auch immer, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Mahan. Okay. Mit der wilden Cartier-Uhr. Daher muss man mich auch irgendwie im Video. Aber die steht ihm, muss ich sagen. Die steht ihm gut. Video haben. Das ist ein kleines, unterhaltenswertes Geschenk an meine Zuschauer. Richtig, hier. Ja. Genau, Digga. Das ist erstmal erste Frage. Ne? Also, ich bin hier mit einer Jacke, ganz schön dick. Ja. Mir ist sehr kalt. Und ich frag mich halt echt, ne? Also, du hast es ja schon öfter gesagt. Warte mal ganz kurz, das ist übelst warm. Okay, so, ich bin jetzt du hast ja schon öfter. Das macht der Little Drip, Freunde. Da ist einem immer heiß. Ich hab geschafft, richtig reinzuscheißen. Ja. Jetzt hast du. Was hat er jetzt für ein Tattoo am Unterarm? Gucci Potter wird zu Gangster Potter, Leute. Krass. Echt eingeschossen. Ja, das ist übelst warm, Mann. Guck mal. Selbst hier Gänsehaut ist absolut nicht vorhanden. Das ist übelst warm. So. Das glauben die Zuschauer nicht. Ja? Okay, es sind jetzt nicht 1 Grad, aber. Es sind gerade. Ja, okay, bei 7 Grad, Leute. 7 Grad und es ist einfach. Es fühlt sich an wie ein Grad. Weißt du was, Mann? Ich könnte ja eigentlich sogar jetzt hier nackt rumlaufen, aber das möchte ich euch ersparen. Das möchte wirklich niemand sehen. Aber. Naja, wahre Worte. Von der Temperatur easy könnte ich aushalten. Ja, ich würde einfach mal sagen, das kannst du in deiner Freizeit machen, jetzt nicht im Video am besten. Sehr gut, Mann. Mach ich auch. Super. Ja, ich glaube, wir haben genug rumgetalkt jetzt. Ja. Ne? Also jetzt. Naja, ich finde das Outfit ja wirklich cool.
Aber ich habe gedacht, so mal ein bisschen locker. Ich könnte ja mit meinen Amiri-Klamotten und so ankommen, aber es will niemand sehen, so, weil ich meine, ich kann das noch nicht mal aussprechen. Ich würde es eigentlich Amini sagen. Amini. Ich meine, Amini. Mit Absicht versprechen ist aber dann schon wieder. Amini nennen. Amini so, nennen. Und deswegen habe ich gedacht, so, okay, das lässt mal. Aber extrem kreativer Wortwitz. Amini. Weg. Ja. So, ich kann Herr und Preston aussprechen. Na, also warum nicht dann das, weißt du? Shit, brother. Ja. Hero and Preston. Ja, richtig, Hero and Preston, danke, sorry. Genau, okay. Ich will mal sagen, wir talken jetzt nicht so viel rum. Ja, ja. Wir gehen direkt mal zu deinem Outfit rüber und fahren bei deinen Schuhen an. Jetzt bin ich gespannt, was haben wir für Schuhe an? Wo ich straight sagen muss, die Schuhe gefallen mir. Was sind das für Schuhe? Danke, das sind Off-White. Ja, das die gefallen dem Mann, weil auch der die hat. Sind jetzt Off-White-Sneaker, die sich wirklich viele Leute geholt haben, weil die relativ günstig sind für Off-White-Verhältnisse, sind aber einfach nicht zu meinem Fall. Hätte ich mir persönlich nicht geholt, weil ich, was ist das Besondere dahinter, außer diesem Plastik, das man da drauf geklebt hat? So ein Distwheel-Look, sogar wirklich günstig. Distwheel-Look habe ich so noch nicht gehört. Günstig, also na günstig, teurer geht, aber für 190... Die Brille ist eine Gemeinde, das sieht gar nichts. Euro der weiß nicht mal, ob er ein Video mit Leon macht. Off-White-Schuh ist stabil. Ah, ja, Leute, verkackt. Guter Preis, wirklich? Ne? Das ist der Off-White Vulcanize. Ich hab den hier ja. In ganz weiß clean. Ja. Du hast ihn jetzt hier mit ja, schwarz-weiß gemischt. Ja. Also deiner ist auf jeden Fall... Was hat er da? 0-4? Wofür steht das? 4 Punkte für Gryffindor, keine Ahnung. Das ist auffälliger als meiner. Farblich passt das jetzt. Auch hier wegen dem Orange oder genau. Rot-Orange. Genau. Ja, dann lass mal zu den Socken gehen. Socken. Sind ja, okay, okay. Das ist eins der wichtigsten Sachen sogar. Weil sonst Gucci-Socken. Sonst friert man an den Füßen. Oh shit. Das wollen wir nicht. Dann bekommen wir noch Erfrierungen. Und die sind von Palm Angels oder nicht? Ach, geh, Bro, mach jetzt nicht mit Absicht so den Film. Mit Absicht versprechen. Palm Angels Socks, ja, okay. Ich meine Palm Angels. Natürlich. Ja, die haben mir. Boah, weiß ich gar nicht. Okay, 30 Euro vielleicht gekostet. 30 Euro, okay. Ja. Ey, mein besser. Okay, dachte, die sind teurer. Als die Gucci-Socken. Wie wär's mit Nike-Socken, Bro? Nike-Socken, da habe ich gedacht, so, okay. Hat Nike überhaupt schwarze Socken? Keine Ahnung, ich glaube nur. Bro, das geht halt nicht auf. Wenn du in die Brille schaust und reinschaust, das wärst du ein Roboter, wenn man deine Augen nicht erkennen kann. Oder irgendein Taucher. Das kommt halt nicht wirklich so authentisch rüber, der Flex. Oder weiße. Okay. Mann, will der Flex circa, als wird Leon seinen Gucci-Gürtel auspacken? Hat Nike auch schwarze Socken. Fangen wir mal bei der Hose an oder machen wir weiter bei der Hose. Ja, genau, was ist das für Hose? Ist eine Uppsala. Das ist eine. Eine Uppsala. Herren Preston-Hose. Ah, Bro, jetzt ganz ehrlich. Jetzt hast du vorher schon dreimal den Namen falsch ausgesprochen und dich aber dann verbessert, so angeblich falsch ausgesprochen. Jetzt mach nicht nochmal die Welle. Hier auch noch mit dem Delivery Tag ist sehr wichtig, damit wir auch wissen, wo es hinkommen soll. Ja? Okay. 400 gekostet. 350. 400 Euro für die Jogginghose. 100 irgendwie so. Ist die blickdicht? Die ist blickdicht. Okay, Leon Jokes da schon bei Mahan. Und sogar sehr warm und bequem. Okay, bequem, Bro. Bequem. ja. Hier im Preston wieder an der Stelle. Ja, richtig. Okay. Hose. Sieht, finde ich, schick aus, auch gerade mit den orangenen Applikationen hier. Kommen wir zum Shirt. Der Shirt, das gefällt mir. Orangene Applikationen bei Heron Preston, ja, ein seltenes Gut. Also der ziert sich eher davor, wirklich zu viele orangene Applikationen auf seinen Dinge zu printen. Finde ich gut, sehr zurückhaltend. Mir sogar sehr, das kann man auch solo gut tragen. Das ist halt auch von Heron Preston. Das hat mir irgendwas mit 200 gekostet, 230, 200, ja. Okay. Auch bei Apropos natürlich alles gekauft. Krass. Aber außer die Socken. Naja, gut. Und das, die Weste hier, die ist sogar sehr schön warm. Sieht auch gut aus. Die hat mir 700 Euro gekostet. 700 Euro? Auch bei Stefano gekauft, ja. Okay, okay, okay. Wie viel Geld hast du für deine Maske bezahlt? Meine Maske hat 60, glaube ich, gekostet beim Alsterhaus. Okay, jetzt fahr da nicht, Bro. Ja. Das hätte ich fast wirklich versprochen. Ist das wirklich notwendig, 60 Euro für eine Maske auszugeben? Ja, kennst du das so bei diesen... Die Brille, Leute. Ich würde mal vorkommen, ich komme mir vor, als würde ich da mit den Augen von Terminator sprechen. So. Nein, die ist auch noch. Auf Taucher, wirklich, Tauchstation. Günstig als solches, klar, für ein bisschen Stoff schon überteuert. Okay. Ja, aber es geht ja. Aber es hält die Brille gut warm, das ist wichtig. Immer teurer, zum Beispiel Masken, die 10.000 kosten würden.
Mhm. Ich mein, ja, die kennt man. Gibt's viele davon. What? So, Bro. So, what? Ganz komisch. Was Ganz komisches Gucci Potter heute. Jetzt gemerkt, dass deine Brille beschlagen ist? Ja, nein, schon die ganze Zeit, weil das trotzdem weitermachen. Ah, okay. Gut, dann die Uhr, die hat mir 6. Bitte sag, sie hat mich so und so viel gekostet. Das triggert mich schon ganze Zeit. 6.600 gekostet. 6.600 Euro für die Uhr, da frage ich mich halt ständig, was macht dieser Gucci Potter, um sich solche Dinge zu kaufen? Bei Wempe? Ja. Du weißt doch. Mein Express habe ich da auch bekommen. So. Hast du nicht ein bisschen günstiger bekommen? Ja, für 6.000. Ah. Und wieso sagst du dann 6.600, Bro? Das ist die Frage. 6.000. Ja, aber also Liste kostet 6.600 und dort doch für 6.000. Du hast gesagt, sie hat mir 6.600 gekostet. Richtig, ja. Okay, 6.000 für die Uhr. Ja. Und ich würde mal sagen, das war's, ne? Nein, noch nicht ganz. Die Brille, die Gucci Potter Brille. Warte, meine Bro. Brille als solches. Ah, okay, aber du weißt doch, das Wichtigste darf nicht fehlen. Ich habe das wieder vernachlässigt die ganze Zeit. Okay. Der Zauberspruch darf natürlich auch nicht fehlen. Ah, jetzt kommt der Gucci Potter. Der Zauberspruch, das sind die Parfums, die er trägt. Das habe ich die ganzen letzten Male vergessen. Heute. Wie er einfach die ganze Flasche mit hat. Was ist denn jetzt los? Wie oft will sich der einparfümieren? Creed Aventus Cologne. 50 Punkte Abzug für Gryffindor. Also für jemanden, der in Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht aufgepasst hat, obwohl die Professor McGonagall der Klassenvorstand vor ihm ist. Also da gibt es aber sowas von Abzug. Einfach den Zauberspruch. Was willst denn du machen, wenn dich jemand attackiert? Dein Kumpel aus Slytherin. Wer weiß, ob der dir nicht irgendeinen Expelliarmus-Zauber in den Rücken schießt. Dann kannst du dich nicht mal wehren. Wieso? Keine Ahnung, passt schon. Müdes Lächeln, komm. Hä? Ja, das muss halt sein. Machst du das so schreiben oder so? Sie das gecheckt? Ich auch nicht. Nein. Musste aber einfach sein. Verwirrungszauber war das. Wir haben es einfach nicht gecheckt. Ja, also ich glaube, du machst hier deinen Namen aller Ehre auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Ja. Kurz mal in die Hand schneiden, man kann. Nein. Guck mal, ich habe absolut keine Gänsehaut. Mahan-Schutzmaske ist aber auch eine Sache für sich. So ihn roasten, weil er um 60 Euro eine Schutzmaske kauft, aber Mahan, du hättest ruhig mal 1-2 Euro mehr ausgeben können. Wäre super, aber selbst da würde ich immer noch schwitzen. Jetzt haben wir hier sogar noch hier von fremden Menschen. Danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Ich auch, Mann. Du weißt, schneide mich bitte einfach so schlecht, wie es geht rein, so dass die Leute... Bro. Da muss man nichts mehr schneiden. Echt, du schaffst deinen Job schon ganz alleine. Top. Immer was zum Reden haben, es soll ja auch irgendwie unterhaltsam sein. Genau, ja. Sonst wäre es ja langweilig, ne? Ja, richtig. Was ist ein Gucci Potter, der normal ist? So? Was ist ein Gucci Potter ohne ein Outfit? Ja, was, ja, ein nackter Gucci Potter, aber ja, egal. Zum Ende könnt ihr alle in die Kommentare schreiben, also den Satz vervollständigen. Was ist ein Gucci Potter ohne ein Zauberstab? Ein Outfit. Ja, und ohne zu sagen, folgt mir. 8110. Folgt mir alle auf Instagram, Leon-Moldenhauer. Alle auf Instagram, Leon-Moldenhauer oder einfach nur Gucci Potter. Ja, ich meine, ich freue mich auf jeden Fall dieses Jahr. Das war ein super Jahr gewesen. Auch YouTube-technisch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mit. Okay, er hatte seinen eigenen Kanal, Gucci Potter. Hoppla. Ja, den findet man gar nicht. Na, Joke, den gibt es wirklich, Leute. Ich glaube, der ist Mann, was Seven Ehrenmann und hat den verlinkt. Nö. Dann halt nicht. Maximilian und so. Ja, geil auf jeden Fall. Und auch mit dir, mit Leon auch. Super, ja? Digga, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja. An der Stelle, das war's. So Leute, das war's mit dem Video. Ja, okay. Spannendes Video mit Gucci Potter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schön langsam. Wer ist der Meinung von euch, dass er mittlerweile schon aufregt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer kann den Leon immer noch sehen? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video mit einem spannenden Content. Ich weiß gerade nicht. Ah, das kommt morgen. Mit einem spannenden Content, Freunde. Das war's von mir. Euer Maximilian.